Yay, Leute, und willkommen zu einem Video. Heute spielen wir mal Ark. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, was ich in meiner alten Welt, also ihr wisst ja, früher habe ich ab und zu mal Ark-Livestreams gemacht, Ark generell gemacht, also so Ark The Island Videos. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich alles in Ark geschafft habe. Großes Dank nochmal an Dear King, der hat mit mir die ganze Welt gespielt und geholfen. Und zwar zu einem haben wir dann noch hier unser Marmet, den habe ich neu gezähmt. Und zwar, ich bin auch umgezogen, wie ihr eventuell seht. Ich habe jetzt viel mehr Dinos und viel bessere. Und zwar habe ich hier einen Littlefoot, also da hinten. Der Bronto ist ein Littlefoot. Dann habe ich hier noch einen Bernd. Ihr wisst ja, was das für ein Dino ist. Dann habe ich noch gefühlt 30 Rexer, also ich fliege mal hoch. So, das hier ist übrigens Dolores, auf der ich gerade reite. Das hier sind all meine Rexer und ein Spino. Da hinten sind meine Raptoren, ich habe noch mehr. Da sind noch zwei Rexer, da ist noch ein Rex und Sarah. Die kennt ihr ja wahrscheinlich noch von früher. Und da ist noch ein Rex. Mit dabei ist heute übrigens Jeremy. Und hier ist noch ein Sarko, das ist ja Sarah. Ihr kennt ja Sarah, bloß Sarah ist leider gestorben. Jetzt habe ich Sarah 3. Da sind hier noch mehr Raptoren. Und dann ist hier, wenn ich mal nach da hinten gehe, da hinten seht ihr zwei Dinos. Ein Argentavis und ein Rex. Das liegt daran, dass diese zwei mir und meinem besten Freund immer Schwierigkeiten bereitet haben. Wir haben gesagt, nach dem See, der See ist unsere Grenze. Also alles hier auf dieser Insel hier gehört uns. Aber nach diesem See gehört hier nichts mehr uns. Also nur das hier ist unser Gebiet. So, und das ist übrigens kein Online-Server, also falls ihr mal mitmachen wollt, schreibt es in die Kommentare. Da hinten habe ich dann zwei Dinos verbannt. Einmal ein Rex und einmal ein Argentavis. Also das war mein ehemaliger Argentavis, der ist noch ganz gutes Level, aber trotzdem. Jetzt habe ich halt Dolores. Das liegt daran, weil unser einer Argentavis hat ein Tech-Rex getötet, noch ein Tech-Rex getötet, den wir beide wollten wir zähmen. Also und dass er irgendwas gemacht hat, der war nicht mal auf aggressiv, aber trotzdem hat er ihn irgendwie gefüllt, ich weiß auch nicht wie. Dann hat er mich doch die ganze Zeit im Stich gelassen, wegen ihm bin ich gefühlt 10.000 Mal gestorben. Und dieser Rex, der da hinten steht, ist uns immer, wenn wir eine Rumtour gemacht haben und farmen wollten, immer hinten reingelaufen. Immer und immer und immer wieder. Ja, und das haben wir unsere ganzen Rexer, außer den da hinten. Und unser höchst gelevelter Dino, Leute, ist jetzt nicht so hoch, ja, okay. Aber da ist übrigens noch unsere Bad Cat, das ist ein Säbelzahntiger. Hier haben wir noch Ankylos, eine Agathe, das ist auch ein sehr guter Argentavis. Bob, der Carnotaurus, den haben wir mitgenommen. Und hier haben wir meine Biber, und zwar, ich liebe die Bibers hier in Ark. Ich habe insgesamt 3 Stück, und zwar habe ich Knabber mit Knoba zusammengebracht und habe Knabel rausgekriegt. So. Und ich finde die echt putzig. Leute, Biber sind echt meine Lieblingstiere. Also lasst alle mal ein Like dafür, Biber. Für Knabber, für Knabel und für Knobel. Ne? Ja. Und falls ihr fragt, warum die kein Essen haben, ich habe hier drin ganz viel Essen reingemacht. Huch, das lasse ich einfach mal da drin. Ich habe den ganz viel Essen reingemacht und hier ein Lagerfeuer gemacht für den Fall der Fälle. Und zwar, Leute, ich wollte euch heute mal mit euch einen kleinen Dino zähmen. Und zwar, ein paar von euch wissen wahrscheinlich vielleicht nicht, wie man jetzt so ein Dino, wie man bestimmt Dino zähmt. Und zwar ist der heutige Dino, den wir zählen wollen, ein Ankylo. Hoffentlich finden wir einen. Wenn nicht, dann nehmen wir einen anderen. Dann mache ich einen anderen, weil ich werde jetzt ab und zu mal so ein paar Hilfsvideos machen für ein Dino. Also Leute, falls ihr Fragen habt zu einem Dino, wie man den zähmt, was sie gerne essen, dann sagt mir Bescheid. Ich mache ein Video dazu und erkläre es euch. Und zwar, ja, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal auf Dino-Suche. Jeremy, mach das. Ja, darfst du. Ich wollte dich gerade fragen. Mach dir mal Bögen. Okay, mach dir mal Bögen. Ja, bei dir hast du keine Bögen, oder? Oder warte. Ich mach dir mal eine Armbrust. Und aus dieser Armbrust. Und du machst dir jetzt. Warte mal. Du farmst dir jetzt Materialien für Pfeile. Oder warte, ich gebe dir einfach welche. Und aus den Pfeilen machst du dann Betäubungsfach. Egal, ich gebe dir auch welche. So, Jeremy.
Wenn deine Armbrust, ja, Armbrust fertig ist, dann würde ich sagen, nimm mal die 55 Pfeile. Mit denen kannst du dann, mit denen schießt du dann so lang auf diesen einen Dino. Ja, du weißt gut. Wo sind die Pfeile? Habe ich hier gedroppt. Wenn du sie nicht rechtzeitig aufsammelst, die spawnen die, und die waren echt schwer zu spawnen. Leute, nochmal so kurz gesagt, ich und mein Freund haben ein bisschen übertrieben mit Narkosemittel. Vor allem dank Lidlfoot auch, also, ja. Komm mit, da würde ich sagen, ich check auf Dings, Dolores. Ah, Mann. Ey, ich geb dir den, okay, warte mal, Ich hab ne Eisenaxt. Okay. Und da ist ich geb dir mal ein Dino, okay? Ich geb dir den Sattel. Du sollst auch Dino selber aussatteln. So, komm mal mit. Folg mir. Bist du hier lang? Ich bin eigentlich klar, was hier so langsam fliegt. So, hier lang. Bis du da hinten ein Rex siehst und daneben dem ist ein Vogel. Und diesen Vogel sattelst du aus. Du sollst aber selber rausfinden, wie das geht. Ja, okay. Und diesen Vogel sattelst du aus. Das ist mein Hassvogel. Also danach entsattel ich den wieder und gebe dem sattel meinem Freund wieder. Also den Agathabus meines Freundes wieder. Und da würde ich sagen, hier, sattel mal aus, dann fliegen wir zusammen. Wenn der stirbt, ist es nicht so tragisch. Okay. Warte mal, ich pfeife hier mal alle auf passiv. So. Warte. Passiv. So, damit du darfst den Dino nicht angreifen damit. Das machst du mit R2 schlagen. Mit dem Angetaus. So, dann, wenn du ihn hast du ihn ausgesattelt? Hallo. Hier. Hab ich jetzt aufgesattelt? Nein. Hallo. Muss irgendwas zurück dazu? Ah, Jeremy. Ich hab's doch nie gemacht, ey. Hallo. Oh. Hallo. Kacke. Warum heißt er Kacke? Weil er Mist gebaut hat. Kannst du mir helfen? Junge, du nimmst das Sattel in dein Inventar mit X gedrückt typen. Oh, dann, so. Und dann drückst, okay, du, dann drückst du einmal X. Gehst auf sein Dings, dann wird dir da bei deinem Sattel so ein leuchtendes Teil angezeigt. Da gehst du drauf mit deinem Dings, drückst X und dann wird der Sattel darauf gepackt. Jetzt mach hin. Also, kann so schwer sein. Den Sattel in Inventar nehmen. Ja. Geht nicht. Da sollst du ihn ausdrücken. Du sollst auch X gedrückt halten. Damit der. Oh. Oder drück mal Doppel X, dann geht's vielleicht. Kannst du auch nicht so gut erklären. Wenn es nicht gleich geht, dann mach es selber. Böses Agathabus. Oh, na jetzt. Warum ist es? 20 years later. Ja, ey, warte. Hallo, Sattel, geh doch mal. Dolores, folgt mir. Dolores, komm. Braves Dolores. Junge, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, ich hab's. Endlich, nach 25 Jahren, jetzt komm. Und wie fliegt man? Ah ja, so. Falls du beschleunigen willst, drückst du die Taste mit deinem nach vorne, fliegst einmal. Dann fliegst du schneller. Leute, wir erzählen heute für euch ein Ankylo. Ich zeig euch, wie das geht. Wenn ich Glück habe, ist hier einer gespawnt. Wenn nicht, dann müssen wir halt woanders hin. Weil manchmal haben wir Glück und dann spawnt hier einer. Oder drei. Haben wir heute mal Glück? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Leute, leider kann ich... Ich weiß, du musst ja auch diese eine dumme Taste drücken. Mit der Taste, mit der du nach vorne fliegst. Die drückst du einmal, dann bist du schneller. Okay, danke. Nur jetzt heißt es zu Zeit. Was mein Staub? Pass auf, der Dino hat nicht so gut. Hier ist ein Ankylo. Okay, Leute, ich kann es euch genau. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Leute, wir müssen jetzt verteidigen. Wo ist der Typ?
Hier ist Ankylo. Okay, warte, anhalten. Nichts machen. Junge! Der Angelpaus wird zerfleischt! Was ist von denen an Ankylo? Och, Junge! 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 Aua! Ich will dir doch nur helfen, aua! Dein Angelpaus wird zerfetzt! Oh. Der ist schwach, hoch 10. Okay, jetzt nichts mehr. Oh shit, der kommt zu mir. Okay, jetzt nichts machen, okay? Ich lasse mit Rose hier stehen. Leute, wir müssen das ein bisschen schneller machen, da ich heute echt keinen Bock mehr drauf habe. So. Gut, Leute, er liegt gleich. Oha, er hat mir 13 Schaden verpasst. Schlecht. Ich helfe dir. Nein, du hilfst mir nicht, du hast es. 15 Schaden, auch nichts. Leute, ich habe so viel Leben. Okay, Leute, er flieht. Gleich haben wir. Welches Level ist er überhaupt? Level 60, geil. Er liegt. Jetzt nichts machen. Nichts machen. Jetzt musst du Laktose mit in uns hoch einlegen. Ach, hätte ich ja nicht gedacht. Ja, ich weiß. Ich bin so schlau. Okay, Leute, wir holen kurz Zitronen für ihn. Der Zitronen mag er ja besonders gerne. Und du, wehe, du schlägst ihn, oder wehe, du setzt dich auf den Agentabus und drückst einmal R2. Da bringe ich dich um. Hab ich ja schon. Schön Zitronen für den, Dings. Nein, wir haben nur noch Karotten, oder? Nee, Leute, ich habe Zitronen angepflanzt, keine Sorge. Puh, einmal brennen bitte, danke. Hier sind die Zitronen, bitte sag, hier sind noch welche drin. Bitte sag, hier sind... Nein! Okay, Problem. Ich glaube, Mechobären essen die auch recht gerne, also gebe ich ihnen einfach Mechobären. Mechobären, Karotten gebe ich denen. Karotten? Ja, Karotten essen die gerne und Mechobären essen ja auch gerne. Also generell Gemüse mögen sie. So. Was ein Kapitel, Tilo. Okay, Leute, wir haben es gleich. Bring mal dein Angetabes wieder zurück zur verbannten Insel und in den Sattel ab. So. Okay. Okay, Leute, jetzt sollte er einfach nur noch fressen und dann ist gut. Müssen wir aufpassen. Okay, Leute, und so zähmt man ein Kilo. Also falls ihr wissen wollt, wie man ein Rex zähmt oder sowas, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich zeige euch dann, wie man Rex zähmt. Oder, keine Ahnung, falls ihr wissen wollt, wie man, was weiß ich, ein Littlefoot wieder hinten zähmen wollt, dann zeige ich es euch. Falls ihr, schreibt mir einfach in die Kommentare, welchen Dino ihr mal haben gezähmt haben sehen wollt und wie man den zähmt, welche Dinos ihr essen wollen, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie der heißt oder welchen ihr gerne hättet, dann zeige ich es euch. Sei es ein Spino, sei es ein Rex, sei es was weiß ich was. Und wie einer von euch schreibt ja 10-mal die Brutmutter, das geht halt nicht mal. Und was soll ich schaffen? So. Leute, damit es nicht zu langweilig wird, ja. Kill ich jetzt auch noch ein paar Sachen, bis dieser Ankylo endlich mal gezähmt ist. So. Darf ich mit töten? Nö. Oh, da oben ist ein Loot Drop, den hole ich mir gleich. Ja, Leute, auf jeden Fall, das ist das erste Ankylo im Jahre 2021, also, gutes neues Jahr, würde ich jetzt auch mal so sagen. Hoffentlich wird es das komplette Jahr besser. Ja, wow, du hast 300 Leder. Wie viel Leder habe ich? Warte. Gar keine. Nee, ich habe nur 52, aber ich hatte, also ich habe alles ausgeleert. Ich hatte aber, keine Ahnung, 1000 oder irgendwie sowas. Ja, mindestens 1000 hatte ich. Jetzt habe ich 252. Jetzt habe ich 252. Okay. So. Zement? Zement ist wichtig. Ja, okay, dann nehme ich das Zement. So, Leute, ich habe ja gerade eben, wo ich euch meine Dinos gezeigt habe, so ein kleines bisschen einfach huschi-wuschi gemacht. Deswegen zeige ich euch jetzt noch richtig all die Dinos, die ich habe.
Da wäre zum einen hier, mit dem bin ich immer unterwegs gewesen, Monsterfischer. Ist auch ein richtig geiler Dino-Spinus und immer noch einer meiner Lieblings-Dinos, aber nutzen jetzt fast gar nicht mehr. Da habe ich hier noch Red, Helmut, Beara, Rexy, Miloa, keine Ahnung, Mikro YouTube haben wir auch noch, ich hier Beatrix, Raxo, Rex, Geek, so haben wir noch Beatrix Level 100 irgendwas. Beatrix Level. Ne, Box ist das. Wo ist Beatrix? Steven. Aber wo ist Beatrix? Das frage ich mich jetzt. Wo ist der Anglauben? Bera? Wo ist Beatrix? Leute, Beatrix ist mein bester Rex. Wenn der jetzt weg ist, dann heul ich. Wo bist du? Ich kann mir für mich eigentlich Dino jagen. Nein. Ja, schreib, dann schreib mir in die Kommentare, welchen Dino du gezähmt haben willst, ja, wieder heim. Weil das Video hochgeladen ist. Ja, Leute, jetzt musst du erstmal. Hast du den Sattel wieder abgenommen? Ja, den hab ich jetzt halt in den Inventar gelegt. In dem Inventar des Agentabels, dessen. Warte, dessen Sattel du abgenommen hast. Ja. In dessen Inventar hast du das gepackt. Ja, aber nicht die andere Sattel. Willst du mich gerade komplett? Ja, willst du? Was? Was ist? Junge, ich hab dir klar und deutlich gesagt, nehm ihn den Sattel wieder weg. Nicht in das Inventar packen. Gib's dem anderen Angetabes wieder. Junge, jetzt sind ich will dich nicht. Das ist gegen meinen Willen. Ist mir total egal. Wenn's gegen deinen Willen ist, dann schmeiß ich dich gleich aus hoher Luft. So, hier. Du nimmst den Sattel da jetzt wieder raus, nimmst den Inventar. Ich weiß nicht, wie es geht. Du hast es vorhin geschafft, also schaffst du es auch jetzt. Leute, übrigens, ich zeige euch mal einen ganz kleinen Trick. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es noch schon wusstet. Ich habe nämlich rausgefunden, wenn ihr mit einem Rex oder mit einem Dino Bäume fällt, guckt mal auf die XP-Leiste, da war bei meinem Dino. Guck mal, ich fäll ein paar Bäume. Ihr steigt schon recht gut, muss ich sagen. Und Leute, es ist übelst geil, wenn ihr das mit einem, keine Ahnung, Rex macht oder mit einem Petri oder mit einer Angetabes oder sowas. Hier dein scheiß Sattel. Dann levelt der richtig gut. Und ja. Ich hab doch gesagt, du sollst den Sattel dem anderen Angetabes wieder aufsetzen. Warum nicht? Das ist doch dein Sattel. Und ich hab's gedroppt! Wo? Aua! Wo ist der Sattel? Also, hab ich. Nö, das ist ein Kotthaufen. Hab einen Kotthaufen aufgesammelt. Super. Und ich den Sattel. Hast du den Sattel jetzt weggeworfen oder was? Weiß ich. Frag mich nicht. Der Sattel ist übelst teuer, also. Hast du den Sattel noch im Inventar? Wenn nein, dann bin ich jetzt sehr wütend. Ich kann nicht werfen, ich habe Betäubungspfeile. Ja, ich habe eine Flinte. Wenn ich dich einmal mit dem Betäubungspfeil abschieße, hast du erstmal Torpor für was weiß ich. Dann ist dein Torpor voll. Wenn du mich mit Betäubungspfeilen abschießen willst, dann dauert das mindestens 3 Pfeile, die du wahrscheinlich nicht mehr triffst. Ich habe eng geübt. Geh weg oder schieß dich an. Erster getroffen. Du hast mich nicht mal getroffen, aber okay. Ja, jetzt hast du mich mal getroffen, Alter. Ey! Das hier ist schwer! Warum? Nein! Ups. Das ist unfair. Und wie unfair das ist, ne? Soll ich dein Bett ausverkaufen? Von mir aus. Ich kann es eh immer wieder neu machen und aus irgendeinem Grund bin ich da schon 10.000 Mal gespawnt und ist immer noch nicht kaputt, also von mir aus. Hey, bei mir ist mein Bett sofort. Leute, ist unser Ankündigung schon fertig, ist jetzt die Frage. Wo ist dann? Ach da. Leute, und zwar, ja, das war's auch wieder mit der Folge, würde ich sagen. Wir haben den Ankylo, erfolgreich hingekriegt,
Gewusstlos zu machen. Jetzt wisst ihr, was er gerne isst. Und zwar, er isst gerne Gemüse, also Zitronen am liebsten. Danach Karotten, dann Mädchenbeeren, glaube ich. Also, Leute, er isst halt so, er isst sehr gerne Gemüse. Gebt dem Gemüse, wenn ihr habt. Wenn es nicht geht, dann, ja. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, Leute, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen, könnt ihr gerne Like und Abo da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Dis-Abo. Jo, wird wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber, ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich dann sagen, haut rein und ciao. Leute, die Deutis. Und, jo, so, zählt man dann ein Kilo. Schreibt in die Kommentare, welchen den ich als nächstes machen soll, wenn ihr Hilfe braucht. Ciao.